Willkommen zurück zu Fallout 3. Beim letzten Mal habe ich versucht, hier reinzukommen. Das hat nicht so geklappt, also bin ich zur Villa gegangen und habe die Villa erstmal gegen irgendwelche komischen Stammesangehörigen verteidigt. Und da hat der Ghoul vor Ort gesagt, ja, hier, mach doch mal bei denen hier mit. Wer ist da? Und darum melden wir uns hier freiwillig für Teilnahme an dem möchtegern Stammesangehörigen. Wer steht da vor der Schwelle zur Transzendenz? Ja, ich bin Smaug, so Typ aus Internet. Echt jetzt die Schwelle der Transzendenz? Okay, Mann, lass mich ran. Was? Nein, du machst das falsch. Wenn du uns beitreten willst, musst du die richtige Einstellung zeigen, verstehst du? Wir nehmen auch nicht jeden Rekruten. Man muss bereit sein, die Welt in einem neuen Licht zu sehen. Das mag zwar albern klingen, ist uns aber wichtig. Das bedeutet auch, dass du nur reingelassen wirst, wenn du das Ritual hinter dir hast. Keine Sorge, das ist eine Kleinigkeit, auf die es aber ankommt. Alles klar, okay. Stelle die Prüfung für wahr, ich werde sie meistern. Schon viel besser. Klug gesprochen, Neuling. Deine Hingabe und Flexibilität werden dir im Ritual der Muttersamen zugutekommen. Mach dich auf, gen Westen zum großen Moor. Dort steht die Mutter aller Punga-Früchte, die alle Menschen überragt und uns unsere Zukunft weist. Sammle ihre Samen auf und verneige dich vor ihrer Weisheit. Erst dann bist du würdig, diese heiligen Hallen zu betreten. Okay. Samen der riesigen Punga-Pflanze sammeln. Na dann, auf. Aber ich brauche doch eigentlich Schlüssel. So. Wurde jetzt quasi dadurch genehmigt, nehme ich an, ja? Also gut. Ich kam ja vorher gar nicht rein. Okay. Heiliges Moor. Andere Teil der Weltkarte. Nochmal so ein ganz kleines Ding halt. Okay. Meyerlux, das ist keine Übung. Da sind Meyerlux. Oh komm, stirb doch einfach, danke. So, eh keine Chance. Und da hinten durch. Ich muss ja hier irgendwo hin. Irgendwo da so. Gute Meilogs sind gute Meilogs. So eine Puppe. Okay. Hier müssen alle, die beitreten wollen, am durch, ja? Alle müssen sich gegen die Meyerlurks hier behaupten. Schumpflurks und. Und ein Stimpack. Ist ja schön, ich muss nämlich eins benutzen. Oder zwei oder fünf oder keine Ahnung. So. Drei Stück. Okay. Hier hat jemand ein Feuer gemacht. Fernfalle, wo ich nicht reintrete. Mehr von den komischen Puppen. Hier soll ich irgendwo richtig sein? Ja, geh weg. Die Sumpflurks sehen auf jeden Fall irgendwie bedrohlicher aus als diese Meyerlurk-Könige. Durch die leuchtenden Augen.
Wo ist jetzt diese große Punkerpflanze? Oh! Hey. Du bist keine Punkerpflanze. Komm hier in Ruhe. Geht doch. Mission wird ganz schön gefährlich. Immer noch. Aber egal, da müssen wir durch. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Notfallwaffe für den Fall eines Falles? Heckenschützengewehr oder halt sonst die Axt. Okay. Ich hätte mir doch mehr Lasergewehre mitnehmen sollen von zu Hause. Zum Reparieren. So des Metallspringers hier. Ja, Gesicht festhalten bringt auch nicht viel, ne? Da. Wir sind da. Die magische Punkerpflanze. Yeah. Oh nein. Es ist eine Falle. Ich sehe plötzlich ganz anders. Wir können keine weiteren Samen mehr finden. Okay. Also Arbeit ist verbracht, ja. Na gut. Ganz Weg wieder zurück. Wir haben eine Wackelpuppe der Schmalltech gefunden. Zitze, sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind sie denn eigentlich? Baum ist ein Musikinstrument, okay. Aus dieser Lage werden sie sich garantiert nicht herauskämpfen können. Okay. Aber mein Inventar funktioniert noch, ne? Gut. Weiter so, sie haben ihr Ziel fast erreicht, wo auch immer dieses Ziel liegen mag. Wahrscheinlich nirgends. Okay. Oh, eine Nuka-Cola. Oh. Oh. Drogen sind nicht gut, Kinders. Ist es nicht seltsam, dass alles, dem sie sich nähern, davonläuft? Auf jeden Fall alles ein bisschen verschwommen. Ich laufe auf den Dickicht oder so. Das sieht nicht richtig aus. Ganz und gar nicht richtig. Oh ja. Oh. Nadel und Faden dabei, ja.
Bogen sind nicht gut. Kannst du wiederholen. Das ist plötzlich das Jefferson Memorial oder sowas. Nee. Aber halt hier das Ding aus der Hauptstadt. Oh Gott, wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich es auch im Stich lassen. Die Piepe dazu, wie bei so einem Arztterminal. Amata. Ein toter Siedler, ja gut. Eldest Alliance. Das Spiel ist abgestürzt. Oh, schon wieder? Das Spiel ist aber ganz schön buggy. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Das Skelett von Mama. Hab jetzt auch vorher nochmal gespeichert. Also ich kann jetzt hier nochmal jede Leiche aufgehen lassen. Eurer Braun. Oh, die auch tot. Okay. Ach, die Megaton-Bombe. Ihre Mutter ist tot und sie haben in einem postatomaren Ödland, in dem sie keinen einzigen Freund haben. Ja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Ja, schon irgendwie. Glückwunsch, mein Junge. Du wirst es schaffen und alles wird wieder gut. Mr. Burke mit Ö statt mit U. Nein, nein, noch nicht aufstehen. Das wird nur wehtun. Okay. Und da wir noch? Ah, das ist Hilfekasten. Das ist ja nett. Hey. Ich wache gerade auf aus meinen komischen Träumen hier. Okay. So, dann lass mal zur Kathedrale zurück. Wir haben Samen dabei. Wir müssen uns jetzt reinlassen. Hoffe ich. Du bist in unserem Stamm willkommen. Ja, das höre ich doch gerne, bestimmt. Hallo. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Ja, bewusstseinserweiternde Substanzen sind immer total toll. Es funktioniert, ist das Ritual abgeschlossen? Eine Zeit lang glaubten wir, deine Seele hätte sich zu weit von deinem Körper entfernt und du hättest diese Welt verlassen. Aber du bist zurück. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchteter Bruder. Das extra Punga-Kraft wurde hinzugefügt. Der Verzehr von Punga-Früchten hat nur verstärkende Wirkung. Okay. Woran glaubt der Stamm? Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Okay, wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann. Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Okay, wo finde ich Jackson? Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden. Also bin ich auch vielleicht noch nicht würdig. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Okay. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Höhlen hinter uns lassen wollen und nähert unser Bestreben. Okay, ich gehe da mal, ne? Viel Glück auf der Suche nach dem rechten Weg. Nimm mir den linken. Und du bist? Beruhige deinen Geist. Du bist neu hier. Herzlich willkommen. Ich heiße Kroator. Ich bin schon länger hier. Okay, wo finde ich diesen Jackson? Ist er nicht hier? Wenn nicht,
Womit beschäftigt sich der Stamm? Wir träumen. Wir träumen von einer besseren Welt. Nicht so einer kaputten wie dieser hier. Und sobald wir einen Traum finden, der uns diese Welt vergessen lässt, träumen wir davon, nicht aufwachen zu müssen. Hä? Okay. Und wer führt diesen Stamm an? Sprich mit Jackson. Der weiß solche Sachen. Ah. Aber vergeude keine Zeit damit, ihn hier zu suchen. Jackson ist weg. Inwiefern weg? Warum wurde die Villa angegriffen? Der Hügel ist heilig. Er muss frei sein. Das hat uns Jackson gesagt. Ein paar von uns gingen kämpfen. Ich blieb bei der Punga. Die Punga kämpft nicht. Die Punga wächst, wo sie kann. Die Punga weiß, was wichtig ist. Heilig die Punga. Okay, ich geh da mal. Die Arkendorf-Kathedrale. Jede Menge Punga-Früchte. Hallo, Nadine. Wir haben offenbar ein neues Stammesmitglied. Du kannst sogar noch in ganzen Sätzen reden. Du bist ja ein echter Glückspilz. Und was meinst du mit nicht so viel Glück? Erinnerst du dich noch an deinen Namen? Oder an Mathematik? Wie steht es mit deinem Gedächtnis? Als ich wieder zu mir kam, konnte ich mich fetzenweise an ein weißes Licht und ein Stimmengewirr erinnern. An mehr nicht. Verrückt, was? Aber du sabberst nicht. Also ist mit dir alles in Ordnung. Die anderen hatten nicht so viel Glück, als ihnen die Köpfe aufgeschnitten wurden. Wie, Köpfe aufgeschnitten? Was meinst du damit? Fühlst du dich da drin wirklich gut? Du solltest deinen Kopf nach einer Narbe absuchen. Die haben wir alle, nachdem wir in diesem Sumpf waren. Naja, am Ende des Rituals, wenn du ohnmächtig bist, schneidet dir so ein Kerl den Schädel auf und befreit deinen Geist. Das heißt, er reißt das Stück Hirn raus, das anscheinend dafür verantwortlich ist, den Menschen zu hemmen. Aber das klappt nicht immer ganz. Jedenfalls kommst du mir recht aufgeweckt vor. Willkommen also in unserem Stamm. Ich heiße Nadine. Das ist ja toll. Okay, wo finde ich Jackson? In seiner sagenhaften Grübelhöhle, schätze ich mal. Wir dürfen nicht wissen, wo die ist. Anscheinend sind wir nicht erleuchtet genug. Ich hab die Schnauze voll, sag ich dir. Ich dachte, das würde ein echt geiler, sagenhafter Trip werden. Dabei ist der gleiche Mist wie überall sonst. Deswegen bin ich Jackson ja auch in seine bescheuerte geheime Höhle gefolgt. Klingt so, als wüsstest du, wo die Höhle ist. Klingt nicht gerade so, als hättest du viel Spaß hier. Ich bin erst seit einer Woche hier, aber ich habe schon keinen Bock mehr auf diese Schwachköpfe. Außerdem habe ich bereits massenweise Pungas geklaut. Hey, wenn du immer noch wissen willst, wo Jackson sich verkriecht, kann ich dir helfen. Ich pfeif auf die Leute hier, weißt du? Seine Höhle ist unter der Kathedrale, ist aber schwer zu finden. Hier ein Schlüssel. Der Weg führt durch das Schiffswrack bei den Klippen im Osten. Okay. Ich möchte nochmal anmerken, ne? Sie hat eine sehr erwachsene Stimme dafür, dass sie halt dann die Tochter ist von dieser einen Mutter, die wahrscheinlich noch nicht so erwachsen ist. Aber gut. Kannst du die Narbe wegmachen? Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich bleibt dir kein dauerhafter Schaden. Die Narbe wird schon verheilen. Und dann bist du wieder wie neu. Natürlich wird dir trotzdem ein Stück Hirn fehlen. Aber wie es aussieht, hättest du das ohnehin nicht gebraucht. Und jetzt halt bitte still, damit ich dich wieder zusammenflicken kann. Okay. Wer hat mir denn den Kopf aufgeschnitten? Ganz blicke ich nicht durch, aber ich habe da so einen Verdacht. Ich werde mal ein bisschen rumschnüffeln, vielleicht finde ich ja was raus. Triff mich morgen oder so beim Schiff am Fluss. Vielleicht kann ich dir dann was sagen. Okay, Nadine, deine Mutter hat mich beauftragt, dich zu finden. Hör mal, es ist ja nicht so, dass ich nicht heim will. Ich meine, ich liebe meine Mom, auch wenn ich ihr manchmal die Haare einzeln ausreißen möchte. Es ist nur so, ich bin gekommen, um mein Glück zu finden. Etwas, mit dem ich mich verwirklichen kann, das ich nach Hause mitnehmen kann. Wenn du meine Mutter siehst, rich dir aus, dass ich nach Hause kommen werde. Irgendwann, aber noch nicht gleich. Okay. Warum wurde die Villa angegriffen? Moment mal, das war alles Jacksons verrückte Idee. Ich wäre nie so blöd gewesen, mich freiwillig für dieses Himmelfahrtskommando zu melden. Als ich das letzte Mal etwas zu nah an der Villa vorbeispazierte, hetzte mir so ein alter Ghoul seine Hunde an den Hals.
Muss ich nicht nochmal haben. Okay, erzähl mir was über dich. Was glaubst du, was das hier ist? Eine Verabredung? Einen Mucks und ich rahm dir das Messer in den Hals. Okay, Entschuldigung. Nein, echt, erzähl mir was über dich. Was? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin zu Hause weg, um die Welt zu sehen, um mein Glück zu finden. Und so sieht's aus. Okay. Geh doch mal. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Und einfach nur Stammesangehörige, okay. Der Friede sei mit uns. Alles klar. Ein weiteres neues Mitglied? Verschenken wir etwa schon Sonderprämien für den Beitritt zu unserem Stamm? Die Bunga mag dir zwar ihre Weisheit verliehen haben, aber es sieht so aus, als werde es noch eine Weile dauern, bis du gelernt hast, sie anzunehmen. Bis dahin unterstehst du mir. Ich bin die Stammesmutter Woodrows. Okay, wie sind hier die Aufgaben verteilt? Ich bin die Ziehmutter. Ich sorge dafür, dass niemand vergisst, zu essen und zu schlafen. Und das ist mehr Arbeit, als du vielleicht glaubst. Viele unserer Mitglieder geben sich bewussten Gedankentranszendenten hin. Jemand muss sich ja um sie kümmern. Okay. Warum baut ihr so viele Punkte an? Soll das ein Witz sein? Warum sollten wir nicht so viel anbauen? Auch wenn wir unsere irdischen Gelüste überwinden wollen, essen müssen wir trotzdem. Sie wächst schnell, macht satt und eignet sich für vielerlei andere Dinge. Und was sie uns nicht geben kann, bekommen wir, indem wir mit ihr Tauschhandel betreiben. Dieser verschlagene Hund Toba kauft sie uns eimerweise ab. Okay. Ich geh da mal. Alles Gute. Alles Gute. Du mich auch. Kann das aktivieren? Oh. Suchtpunkte. Komm. Jede Menge radioaktive Strahlung und 15 Lebenspunkte. Na, ich weiß ja nicht. Erfahre die Transzendenz. Hey, ich lass das mal lieber. Bin da nicht so. Erfahre die Transzendenz. Erfahre die selber. Okay. Was ist denn eine ungezwungene Vorkriegskleidung? Hast du so ein Leute, Freizeitzeug und so? Mein Kind. Ja. Erfahre die Transzendenz. Der Friede sei mit uns. Gut, ich muss hier raus. Ist, zu viel transzendale Erfahrung hier. Wenn ich plötzlich in so einem Kult halt wäre, ich raus. Nichts für mich. So. Wir gehen zum Schiffswrack. Auch wenn wir theoretisch uns schon zum Ghoul können. Ja. Erstmal darunter. Hallo? Ich bin hier, um transzendente Erfahrungen zu sammeln. Oder Maialogs zu schlachten, je nachdem. Irgendwas hat mich irgendwo gesehen. Wo genau, weiß ich selber noch nicht. Ist da oben dieser Jackson? Glaube ja. Endlich! Desmond wird sterben und unser langer Kampf wird auf die einzig mögliche Weise enden. Mit mir als Sieger! Ja, und du wirst in der Lage sein, dein Wissen über die astrale Sphäre zu verbreiten. An alle, die weise genug sind, es aufzunehmen. Nein, nicht astrales Wissen, du Einfallspinsel, sondern psychische Herrschaft! Das ist erst möglich, wenn du Desmonds Störgerät zerstörst.
kein Grund zur Sorge, Erleuchteter. Wir werden das Gebäude neu segnen und die Verunreinigungen entfernen, die deine perfekte Führung stören. Gut, zerstöre das Haus und seine Verunreinigungen. Vernichte diesen Störer, damit ich euch Blutmänner endlich los bin. Ja, wir werden uns von allen Fesseln befreien. Danke, Meister. Wir werden das Werkzeug deines mächtigen Willens sein. Okay. Hallo? Bist du vielleicht ebenfalls auf der Suche nach höheren Sphären? Was führt dich hierher? Ja, normalerweise würde er wahrscheinlich einfach vor dem Gehirn da sitzen. Ich bin auch ewig während der Weisheit erlegen. Das sind großartige Nachrichten. Endlich wurde das heilige Land von seiner störenden Aura befreit. Die Astralebene steht uns wieder offen. Aber der transzendente Meister wird darauf brennen, diese Nachricht zu vernehmen. Und natürlich gebührt dir die Ehre, sie ihm zu überbringen. Schließlich obliegen ihm ja die wahren Entscheidungen über unser spirituelles Wachstum. Und dazu gehört auch die Befreiung der Villa. Du meinst, du bist nicht der eigentliche Anführer des Stamms? Ach, wäre ich bloß so weise. Nein, die wahre Anführerschaft des Stammes gebührt einem höheren Geist, dem Erleuchteten. Obschon sein erhabener Geist keinen Körper mehr benötigt, zeigt er sich uns und weist uns den Weg. Ich interpretiere lediglich seine Wünsche. Er offenbart sich hier, hoch auf einem Felsvorsprung der großen Höhle. Vielleicht ist dir das Glück hold und du darfst an seiner Weisheit teilhaben. Okay. Wie wird der Stamm geführt? Ich weiß, es sieht so aus, als wäre ich der wackere Hirte meiner Schäfchen. Aber die Wahrheit ist weit bescheidener. Ich bin nur der größte Fisch in unserem Schwarm auf seiner Reise durch die Meere des Universums. Forschend, lernend, eins werdend. Aber wir schwimmen nicht ziellos umher. Ein strahlendes Licht weist uns den Weg. Dieser leuchtende Geist spricht zu mir während meiner Einkehr. Okay, warum wurde die Villa angegriffen? Wir finden keinen Gefallen an Gewalt. Das Ziel war lediglich die Entfernung des Ghouls, dessen Präsenz ein Affront für den transzendenten Meister ist. Ich kenne jedoch nicht die genauen Gründe, warum der Bewohner der Villa als derartige Störung empfunden wird. Dazu musst du den Meister selbst fragen. Ja, das werde ich wohl tun. Ich werde den transzendenten Meister sofort einen Besuch abstellen. Ja, halte Zwiesprache mit ihm, während ich mich um meinen Stamm kümmere. Es gibt ja so viel zu tun. Okay. Meister. Dann sind Sie also hier herumgehuscht. Sie machen ja keinen besonders furchterregenden Eindruck, aber immerhin sabbern Sie nicht. Also gut dann. Na gut, vielleicht sind Sie ja sogar nützlicher als dieser Spiritist mit seinem blöden Grinsen und seinem Stamm aus Vollidioten. Wer zum Henker sind Sie denn? Was Sie sehen, ist lediglich eine holographische Projektion. Ja, soweit war ich auch. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Stamm anführen? Jax glaubt, ich sei eine Art Gott, was an und für sich ja großartig wäre, wenn ich seine Auslegung meiner Befehle etwas zu wünschen übrig ließe. Wie dem auch sei, ich bin überzeugt, dass Sie effizienter arbeiten können als er. Ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Aufgabe. In der Villa Calvert wohnt ein ziemlich lästiger Ghoul. Er muss ausgeschaltet werden, samt seinem Störgerät, und zwar sofort. Er hat ein Störgerät? Was haben Sie gegen den Ghoul? Mehr als ich eine rosa Weichbirne, die Sie vorstellen kann. Aber im Moment beschäftigt mich vielmehr das Gerät, das sich in seinem Besitz befindet. Er hat ein Störgerät, das meinen Senderadius auf diese erbärmliche Höhle reduziert. Beseitigen Sie es, damit ich meine Reichweite ausdehnen kann. Aber wozu? Wenn Sie Desmond gleich mit umbringen könnten, wäre das sehr nett. Aber dazu haben wir später auch noch Zeit. Okay, was wissen Sie über Desmond? Desmond, dieses niederträchtige Knochengrippe wird für seine Sünden bitter büßen. Ihm habe ich meinen körperlosen Zustand zu verdanken. Allerdings wurde ich dadurch erst richtig brillant. Vielleicht bin ich ihm sogar dankschuldig. Ich werde ihm also meinen Dank erweisen und beschere ihm einen schnellen und blutigen Tod. Okay, haben Sie den Stammesleuten befohlen, die Villa anzugreifen? Natürlich habe ich das, aber dieser Schwachkopf glaubte, es wäre eine seiner vielen Visionen. Damit sollte er doch
das Störgerät des Kults beseitigen. Ehrlich, diese Decken sind das Fleisch nicht wert, aus dem sie gemacht sind. Was für einen Sinn hat ein Untergebener, der keine Befehle befolgen kann? Okay, ich gehe da mal, ne? Ja, fischen Sie schon ab. So, es gibt hier wohl einen schnellen Ausgang raus. Ist wahrscheinlich führt der mich dann am Friedhof. Ah, zum Brunnen, okay. Gut, dann kehren wir mal mit diesen Informationen zum Ghoul zurück. Mal gucken, was der mir dann darüber erzählen kann. Was er über das Gehirn weiß. Vielleicht wollen wir das Gehirn noch vernichten. Hey Desmond, ich möchte gerne Assassine, der keiner ist. Ich hab's gewusst, dass dieser kleine Mistkerl hinter allem steckt. Nach all diesen Jahren streckt er seinen Kopf heraus. Den werde ich ihm abhacken. Bildlich gesprochen, natürlich. Ich hab doch noch nicht geil gesagt. Wer oder was ist denn dieses Hirndings eigentlich? Ich hätte wissen müssen, dass er es ist, mein alter Rivale. So nah am Haus seiner Familie. Nur er kann so dumm sein. Er war einmal ein Mann, Professor Calvert. Der Familie Calvert gehörte einst die Hälfte von Maryland. Damals, als es noch ein Maryland gab. Angehörige der Familie Calvert hatten in der ganzen Welt großen Einfluss. Sie hatten praktisch die Regierung der USA in der Tasche. In ihrer Glanzzeit waren 3 Angehörige dieser Familie Senatoren, 7 von ihnen Mitglieder des Repräsentantenhauses und 2 davon Gouverneure. Sie stellten sogar einen Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten, bis ihn dieser Hundeskandal aus dem Rennen warf. Darauf war ich sehr stolz. Okay, Sie kennen diesen Typen? Was geht hier eigentlich vor? Calvert ist mein alter Rivale. Wir spielen dieses Spiel seit Jahrhunderten. Nur er kann so blöd sein, sich so nah beim Familienwohnsitz zu verstecken. Hier geht es nicht um Hass, sondern um Schicksal. Er ist mein Feind. Und ich kann es nicht dulden, dass jemand lebt, der sich mir in den Weg stellt. Ich wusste, dass er hier steckt und habe vor, ihn aufzustöbern und ihm den Schädel einzuschlagen. Das mit seinem Schädel meine ich natürlich nur im übertragenen Sinne. Naja, weil nicht mehr vorhanden, ne? Okay, jetzt wollen Sie, dass ich etwas anderes mache, nicht wahr? Natürlich will ich, dass du etwas anderes machst. Du erwartest doch nicht etwa von mir, höchstpersönlich in diesem Schlammloch herumzulaufen, oder? Okay, vielleicht sollten Sie etwas mehr auf Ihren Tonfall achten, alter Mann. Drohst du mir? Glaubst du, auf mich wäre noch nie geschossen worden? Glaubst du, nach Tausenden, die mich schon töten wollten, würde es dir gelingen? Du nimmst am besten schleunigst Vernunft an und spielst mit. Ich kriege, was ich will. Du wirst reich und danach trennen sich unsere Wege. Na gut, okay. Was soll ich tun? Dann empfangen diese Schwachköpfe also Nachrichten vom Professor, nicht wahr? Dann muss er ja irgendwo stecken und ihnen Nachrichten zufunken. Aber er ist auf diese Dumpfbacken angewiesen. Ohne ihre Dienste ist er aufgeschmissen. Hindern wir ihn also daran, ihnen etwas zu sagen, dann muss er sich mehr Mühe geben. Vielleicht kann ich den kleinen Wurm dann finden und eliminieren. Okay, wie lautet der Plan? Wenn ich Professor Calvert richtig kenne, und das tue ich, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um seinen kleinen Plapperkasten zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt des Strandes aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Sie meinen dieses große Rad unten bei den Docks, oder? Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh. Okay. Kochwellenstörer halten.
Kann ich bitte das Stimpack? Danke. Auf zum Riesenrad. Ah, das Riesenrad hat ja doch noch eine Bedeutung. Lass die Mähne anlegen. Jo. So. Auf zum Riesenrad. Ich glaube, ich schaff's. Ich bin es, Professor Calvert. Sie brauchen gar nicht so bestürzt, um sich zu sehen. Ich stecke in Ihrem Kopf. Na, das ist ja toll. Aber sind Sie nicht Desmond Stroys Schoßhündchen? Sie sind wohl gekommen, um mir in meine Arbeit zu pfuschen. Nun, ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn Sie dieses garstige kleine Gerät zerstören würden, anstatt bei seinem Spielchen mitzumachen? Legen Sie es einfach in die Müllpresse nebenan und es wird uns nie mehr belästigen. Naja, sagen wir so. Ich garantiere Ihnen, dass Professor Calverts Dankbarkeit weit mehr wert ist als die eines abgehalfterten alten Ghouls. Komische, verrückte Wissenschaftler sollten immer aufgehalten werden. Installieren Sie den Kochwellenstörer. Wie drehe ich jetzt das Ding? Sie Narr! Was haben Sie getan? Das werden Sie doch bereuen! Bereuen! Wo kommt ihr da auf einmal her? Ach, niemand verrät mich! Verstanden! Wissen! Wie drehe ich jetzt das Rad? Frag ja nur. Bezahlen! Ich glaube nicht. Warte. Ich bin ja fast tot. Ich kann ihn wahrgenommen, so richtig. Wer macht denn hier so viel Schaden? Wer denn wo denn? Leute, Chantal. Nein. Oh, Alter. Irgendwo muss hier noch einer sein. Ich sehe ihn noch nicht. Da oben. Mittiger Sniper, ja. Dann auch da oben. Okay. Kein Wunder, dass ich so viel Schaden kriege. So. Wo sind die denn? Einer ist da. Komm ich zu denen hoch? Boom. Snipperst du mich, snipper ich dich. So, wo ist der hier? Okay. Geht doch. Dann wollen wir auch hier was freundliches. Könnte auch einfach nur eine Maulwurfsratte sein auf der anderen Seite der Mauer. Jetzt soll ich wohin? Dahin zurück? Ich muss noch hier das Ding bewegen. Naja, gut, okay. Irgendwie mit einer Handkurbel oder keine Ahnung was.
Dann muss ich das wirklich noch bewegen. Obwohl es mir sagt, zur Villa zurückkehren. Okay. Keine Ahnung. Was kannst du ehrlich sagen? Ups. Aber wo ist jetzt der Ghoul? Aufgabe erfüllt. Aufgabe hinzugefügt, Begegnung der Gehirne. Dieser Mistkerl, er hat meine Welpen getötet. Aber echt? Und fast hätte er mich getötet. Weshalb? Da er keinen Körper hat, um es selbst zu tun, hat er versucht, mich hochzujagen. Mich! Damit wird heute Schluss sein. Desmond Lockhart wird siegen. Ich weiß, wo er steckt. Diesmal hat er sich verrechnet. Wir beide werden da reingehen und der Sache ein Ende setzen. Ja, aber ich keine Lust mehr. Nein, also wo ist er? Der Leuchtturm. Der kleine Mistkerl hat unterm Leuchtturm ein Labor. Er war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ich kam darauf, als er sein Signal verstärkte, um den Störsender zu überwinden. Als er die Stammesbrüder ausschickte, meine armen Hündchen zu töten. Er verkriecht sich da unten hinter einem Haufen Roboter und Maschinen, die feige Sau. Erbärmlich. Aber jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Okay. Dann los. Das ist genau die richtige Einstellung. Folge mir. Du wirst jetzt das Ende einer Ära miterleben. Gut. Ist ja noch Zeug so zu mitnehmen? Hier ist Stimpaks oder so? Aber nicht. So, dann vielleicht nochmal reparieren gehen. Ja, sicher und so. Mach hier einfach nochmal ganz kurz, ne? Bitte weiter. Das, was ich eigentlich sagen wollte, als das Ding halt in die Luft sprang, war. Seien Sie erneut gegrüßt. Aber sicher, Madame Panada kann hervorragend mit einem Schraubenschlüssel umgehen. Wirkt auf mich, als sei dieses DLC bisher das DLC, das am meisten Fehler hat. Und wo es halt auch noch englische Sprachtexte gibt, Voice Lines für die Gegner teilweise. Es kann aufhören, Schutt zu regnen. Kann auf den Kopf fallen. Muss nicht sein. Mischen da. Noch weit. Es gab doch noch so viel in dem Haus theoretisch zu holen. Aber ich habe eh alles liegen lassen. Hätte es auch weiterhin getan. Oh, wollen wir mal, ne? Da ist der Ghoul. Ganz kurz mal was heilen, das wäre auch nicht verkehrt. Ja. Dann machen wir den fertig. Ich glaube, ich schaff's. Ah, oh. Wie auch immer diese
dieser Geheimgang jetzt geöffnet werden konnte. Das sieht nach lustigem Zeug aus. Wenn wir so viel Zeug kriegen, dann nicht ohne Grund. Ein Gatling-Laser. Ist auch nicht verkehrt. Kann man mal machen, ne? Dafür haben wir das Elektronenladeteil. Das ist ein Verarschterminal. Nehmen wir das. Aber nein. Aber nein. Und hier auch nein. Okay. Er geht doch. Geschützturm deaktivieren. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir weiter. Da bist du ja. Was kannst du denn? Ah, oh. Nur nicht auf Desmond schießen. Muss nicht sein. So, angemeldet Dr. Laura Stewart. An alle Assistenten der Stufe 7 ist es mir zu Ohren gekommen, dass sich einige von ihnen in ihrer Freizeit mit Testsubjekten unterhalten haben. Ich erinnere Sie daran, dass alle Versuche mit Teilnehmern an klinischen Testreihen soziale Kontakte zu pflegen, ein Verstoß gegen Regel 47 dieser Einrichtung darstellen. Soziale Interaktionen stören die zerebrale Infusion und können verschiedene Probleme auslösen, sobald die Prozedur zum Abschluss kommt. Ich weise also noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie nicht mit den Teilnehmern sprechen dürfen und alle Selbstgespräche in Ihrer Nähe auf die Liste in Abschnitt 2.3 Ihrer Prozedurhandbücher beschränkt sein müssen. Beschränken müssen. Einen derartigen Blödsinn kann ich nicht länger dulden. Dr. Stewart. Elektronisches Postsystem. Michelson. Ich weiß, dass diese Einrichtung dafür gebaut wurde, den enormen Druckverhältnissen standzuhalten, die unter dem Meeresboden herrschen. Aber seit kurzem hege ich Zweifel an der Stabilität der Grundkonstruktion. Meine Mitarbeiter haben mehrere Lecks bemerkt, deren Vorhandensein logisch nicht erklärt werden kann. Dies hat bei einigen von ihnen große Besorgnis ausgelöst, die ich offen gesagt teile. Wallman im Anlagebüro versichert mir, dass die Pumpen und Druckregler mit ihren internen Batterien die Einrichtung mehrere Jahrhunderte lang trocken und sauber halten werden. Aber wenn ich bedenke, wie oft solche Beteuerungen sich im Lauf der Geschichte bereits als Irrtum herausgestellt haben, können seine Worte mich nicht zu Recht beruhigen. Ich hoffe, dass Sie einen Inspektor mit geeigneten Befugnissen finden werden, der uns ein unabhängiges Gutachten über das Labor erstellen kann. Ein externes Gutachten würde uns alle enorm beruhigen. Danke, Dr. Stewart. Wenn ich das jetzt hier irgendwas machen, was halt dann das ganze Ding hier unter Wasser sitzt. Notiz an alle Mitarbeiter, ich erinnere... Ich erinnere alle daran, dass nur autorisierten Archivtechnikern der Zugang zur Mikrofilmbibliothek erlaubt ist. Mehrere Mikrofilmunterlagen sind verschwunden und ich bitte darum, sie unverzüglich in die Archive zurückzubringen. Bei der Rückgabe werden keine unangenehmen Fragen gestellt, sofern die Unterlagen innerhalb von 48 Stunden unversehrt zurückgebracht werden. Also ehrlich, Leute, sucht euch andere Möglichkeiten, um euch zu amüsieren. Wir haben hier unten Arbeit zu erledigen. Oder der Laser. Der Müll hier drin. Ich bin der weitaus bessere Taktiker als Sie. Dafür braucht man eben nichts. Er ist getroffen. Oh! Er ist ziemlich getroffen. Oh nein! Ist das vorbei? Okay, er ist wieder geheilt. Okay. Angemeldet als Adam Tomko. Hallo Ratte. Was ist dir etwa nicht, wenn Leute ein bisschen Spaß haben? Na, wir werden ja sehen, wie es dir gefallen wird, wenn du auf der Straße sitzt und dir eine neue Arbeit suchst. Du hast den Falschen ausgemault. Ann Laura Stewart und Adam Tomko.
Dr. Stewart, ich blässe Sie ja ungern, aber es ist schon wieder passiert. Die Unterlagen 48, 51 und 55 sind verschwunden. Ich weiß, dass es Danielson und Peruto waren. Ich weiß es ganz genau. Diese beiden machen mir ständig Ärger und ganz gleich, wie viele Beschwerden ich beim Hauptbüro einreiche, werden sie nie bestraft. Nie. Sie und ich wissen beide, dass nur deshalb keine Disziplinmaßnahmen ergriffen werden, weil der Onkel von Danielson mit der Tochter von Senator Calvert verheiratet ist. Wenn Sie das nicht unterbinden, tun Sie doch irgendetwas dagegen. Ich halte das nicht länger aus. Diese Vetternwirtschaft hängt mir zum Hals raus. Adam. Ja, ist halt nicht immer einfach, ne? Wenn halt dann familiäre Beziehungen irgendwo mit reinspielen. So, Labornotizen. Mithilfe der Daten, die wir von den Forschern bei General Atomics am Ende des Robohirnprojekts bekommen haben, ist es uns gelungen, das Verfahren der Suspension in Isolation und Gehirnen, das die Robohirne funktionsfähig macht, komplett nachzuvollziehen. Wir haben auf diesem Gebiet sogar einige interessante Fortschritte gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass wir durch manipulierende Zusammensetzungen des biomedizinischen Gels eine Reihe von Wirkungen erzielen können, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dr. Stewart hatte offenbar recht. Unter den richtigen Umständen behält das Subjekt nicht nur seine volle geistige Kapazität bei, sondern kann im begrenzten Umfang auch Bilder und sogar Gedanken in andere Gehirne projizieren, sofern in der biomedizinischen Suspension die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Einzelheiten dieses Aufbaus finden Sie in Abteilung B von Forschungsarchiv 51. Dies hat weitreichende Folgen für Applikationen von der Schlachtfeldtechnologie bis hin zu Verhörmethoden in der strafrechtlichen Verfolgung. Man muss sich jedoch fragen, ob die jahrelange Isolation in einer Biogel-Suspension nicht letztendlich zu psychologischen Anomalien führen wird. Dieser Punkt ist eine gründlichere Untersuchung wert, sobald die Ziele der derzeitigen Forschung voll ausgelotet wurden. Obwohl sich unsere Forschung noch in der Frühphase befindet, hat uns Dr. Stewart mitgeteilt, dass Senator Calvert unverzüglich einen vollständigen Bericht über unsere Arbeit verlangt. Er will offenbar seinen Bruder, einen angesehenen Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Robotik, in unser Labor schicken, um sich an unseren Untersuchungen zu beteiligen und uns bei dem Bericht zu helfen. Ich muss zugeben, dass ich unsere Arbeit nur ungern Leuten außerhalb des Labors zeige. Es ist noch zu früh dazu und alles ist noch sehr instabil. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir sicher sagen können, dass die Technologie der kognitiven Übertragung unzuverlässig arbeitet, geschweige denn, dass sie zur Implementierung bereit ist. Vielleicht kann Dr. Stewart die Ankunft von Professor Calvert noch ein paar Monate hinauszögern. Das würde uns wenigstens mehr Zeit verschaffen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Puh. Alles hier für Hirnarbeiten. Ja, Hirnerforschung, Hirnerweiterung, andere nehmen Substanzen. Und die Musik jetzt plötzlich. Oh! Oh! Ich brauche Hilfe hier. Was zum... Na, was haben Sie denn da? Na, geht doch. Ich als Terminal. Mikrochip. Sekretive. Hurriedly. Aha. Sicherheitssperre überschreiben. Danke, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Kann ich da lang? Verdammt! Da bist du schon. Hast du dich wusste etwa von doch, mir dass versteckt? Das probiert. Oh! Sie hätte mich auch so programmieren können. Oh! 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 Ich glaube, es hackt. Ehrlich. So. Sicherheitsabzeichen der Stufe Alpha. Gut. Das ist jetzt genau was? Warte. Achso. Gehen wir weiter. Wie viele Etagen gibt es denn hier nach unten? So viel wie nach oben? Na, was haben wir denn da? Ausgezeichnete. Ah,
Guten Hallo. Ich glaube, ich treffe das Ding richtig. Zumindest nicht so, wie ich es wollen würde. Geht doch. Sicherheitsabzeichen der Stufe Beta. Hier auch nochmal eins für Beta. Ob man das braucht? Keine Ahnung. Man nimmt es mal erstmal mit. Genauso wie die Stimpack. Ein Stimpack. Zum Stimmen. Okay. Machen wir mal hier durch. Da bist du ja. Ja, da bist auch du ja. Ist ja toll. Ich hab dich hier gar nicht erwartet. Oh. Na also. Lade nach. Okay, ein bisschen Schrott zu mitnehmen. Noch so ein Gatling-Laser. Munition dafür, ist ja nicht verkehrt. Lasergewehr für das andere Ding. Also wenn schon, denn schon, ne? Den wollte ich. Da war auch nichts drin. Bin hier jetzt wieder ein Geschütz? Sieht er mal nicht danach aus. In meiner Nähe bleiben, verdammt nochmal! Wollen Sie mal nicht rum, ja? Ich muss ja immer hier Sachen erkunden. Außerdem rette ich dir den Arsch. Endlich. Na, was haben wir denn da? Ist direkt da vorne irgendwo. Hey, hey Junge, unterhalten wir beide uns mal. Wie das gehört. Ich wagen, in mein Allerheiligstes einzudringen. Ich verlange, dass Sie Desmond unverzüglich umbringen. Warum sollte ich das tun? Er ist mein Feind. Außerdem werde ich Sie belohnen. Wie soll diese Belohnung aussehen? Beide bringen mir noch zum Wahnsinn. Ich muss darüber nachdenken. Sie müssen sich entscheiden. Entscheide dich auf der Stelle. Endlich. Da bist du ja, du schleimiger Dreckskerl. Bist du hier, um mir deinen Grips zu leihen? Was war das noch? Warum sollte ich für sie arbeiten? Was ist der Unterschied zwischen dir und mir, Grünschnabel? Wie wird ein talentierter Hobbykiller wie du zu einem hartgesottenen Sauhund wie mir? Die Antwort lautet Praxis, du dummes Arschloch. Ich habe 100 Jahre mehr Erfahrung als du. Vergiss das nicht. Halte dich an mich und du bekommst eine meisterliche Lehrstunde in praktischer Lebensbewältigung. Okay. Das klingt nach was Gutem. Scheiße hört einfach nie auf. Oh, dann vernichten wir mal das Gehirn. Treffen Sie Ihre Entscheidung! Lächerliche. Endlich, jetzt ist die Welt ein für allemal von diesem hochnäsigen, widerwärtigen, arroganten Gehirn befreit. Denk doch mal nach. Alles, was er gelernt hat, alles, was er jemals gehabt hat. Es ist alles hier und es gehört alles mir. Mir. Tun Sie sich. Sie veranstalten ja ein totales Chaos. Was sind so großartig an diesen Zeugs? Du Vollidiot. Du kannst unmöglich begreifen, was das alles bedeutet. Seit über 200 Jahren kämpfe ich gegen Calvert und jetzt habe ich ihn endlich besiegt. 200 Jahre Technik, Wissen und Forschungsarbeit, die er mir gestohlen hat. Aber jetzt spielt das alles keine Rolle mehr. Okay. Er hat also auch noch die Forschung von ihm quasi geklaut. Okay. Lass dich, ich will auch was davon. Nimm dir doch aus diesem Dreckloch, was du willst. Warum ich hier bin, geht dich rein gar nichts an. Viel Spaß mit der Beute.
Unsere Wege werden sich wohl kaum mehr kreuzen. Gelobt sei Christus. Halleluja und Amen. Ich dachte, du gibst mir halt eine tolle Belohnung. Na prima. Noch mehr Fragen. Ich schätze, jetzt sind wir wohl ganz dicke Freunde, was? Ja, so in etwa. Was ist der Unterschied? Okay. Was werden Sie jetzt tun, wo er tot ist? Jetzt, wo wir Calvert los sind, mache ich mich auf in den Norden und kümmere mich um meinen nächsten Rivalen. Es sind nur noch ein paar von uns übrig. Das große Spiel geht weiter. Okay. Es ist eine Art... Ich suche ein Wort, das du verstehen kannst. Mikrokosmos. Ja, genau. Es ist ein Mikrokosmos der alten Welt. Okay. Kann ich jetzt wieder an die Arbeit? Also eigentlich voll cool, dass du halt, ne, nach etlichen Jahrhunderten, immer noch halt so ein Krieg halt unter einzelnen Leuten halt stattfindet. So eine ewige Fehde einfach. Wo jeder sein eigenes Kapitel dazu hat, quasi. So, jetzt haben wir irgendeinen Tresorschlüssel bekommen. Muss ich ja nur gucken, für wo. Die Frage ist halt auch, ne, was wäre denn Belohnung gewesen für das Töten von den Ghoul? Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir irgendwie noch so einen besonderen Perk kriegen. Also eine besondere Fähigkeit oder so, aber... Oh nein. Ja, jetzt haben wir halt nur noch ein DLC vor uns, quasi die Haupterweiterung zum Ende des Spiels, wo es dann gegen die Enklave noch mal ein bisschen geht. Wo ist jetzt hier ein Tresor? Ja, ich bin noch immer da. Ich suche ja noch das, was sich lohnt hier. Und so. Mikrofusionszellen nehme ich auf jeden Fall sehr gerne. Die lohnen sich immer. Meinetwegen auch die Elektronenladeteile. Okay. Das hier ist ein Mikrowellensender. Hey, für 500 Geld verkaufen. Waffe? Tatsächlich. Also ähnlich wie das andere Ding, das wir zum Aufhalten von Sklaven halt bekommen haben. Ich will das nochmal austesten. Oha. Gefunden. Oh. Ich würde sagen, du hattest nicht viele Chancen. Gut. Aber ich wollte ihn jetzt nicht töten. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn dann halt wiedersehen in einem anderen Fallout-Titel. Hier in Fallout 4 zum Beispiel. Aber mal schauen. Vielleicht trifft man ihn ja dann wieder. Hier geht's nach oben raus. Aber es hieß doch hier irgendwas von Tresor. Ich kann doch einen Tresorschlüssel erhalten. Aber ich finde keinen Tresor dafür. Merkwürdig.
Engen Tresorschlüssel. Belohnung. Wo? Oh. Ich glaube, unser Geschäft ist abgeschlossen. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Fallout 3. Point Lookout. Die Hürden safe. Ah, okay. Wir haben den Schlüssel quasi verwendet, um diese Tür hier zu öffnen. Und da ist ein Safe drin. So, so. Er hat sich bedankt. Ist nicht. Messmatronzelle. I-Zelle. Oh komm. Das nehmen wir auch mit. Sensormodul jetzt nicht unbedingt. Okay. Also das hier ist überwiegend halt der sogenannte Tresor, ja. Und ich bin wieder raus. So, und schauen wir noch mal ganz kurz, was jetzt die Leute da in der Kathedrale so zu erzählen haben. Ob die mir jetzt feindlich gesinnt sind, oder. Das meine ich. Dienen bestimmt nicht. Jo. Ist das eine hier nicht der Jackson? Damit die überwachen. Mr. Jackson. Nadine aber nicht. Okay. Und so haben wir wieder Frieden in den Ort gebracht. Irgendwie. Auf amerikanische Art und Weise. So. Dann düsen wir dahin. Vielleicht ist da auch Nadine hier. Ah, ich war beim U-Boot-Bergungsort. Ach so, okay. Da ist er. Hallo. Hey, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe herausgefunden, wer in unseren Köpfen herumgewühlt hat. Du wirst nie erraten, wer das war. Ein Hirn. Als kleinen Hinweis, der überhaupt nichts damit zu tun hat, verrate ich dir, dass jetzt ich der Boss seines Schiffes bin. Ach. Ach, der hat von den Gehirnen halt ein bisschen was weggeschnitten. Okay, Moment, Topa war das? Sieht so aus. Wenn die Stammesleute einen in den Sumpf schickten, hat er gewartet, um sie zu schnappen, sobald sie von den Punkersamen benebelt waren. Er operierte im Auftrag des Stammes etwas herum und ließ uns wieder zurückmarschieren. Im Austausch gegen Punga-Früchte. Ein nettes kleines Geschäft. Na, auf jeden Fall habe ich ihn sozusagen in Gewahrsam genommen, weil ich mir dachte, dass du doch sicher gerne Rache nehmen würdest. Was für ein Penner. Ja, dabei hat er einen so netten Eindruck gemacht, was? Ich kam nur dahinter, weil ich in seinen Maschinenraum schlich, als ich auf dich wartete. So wie es aussieht, bewahrte er jedes Fitzelchen Hirn auf. Am Ende hatte er eine hübsche Sammlung. Sieh sie dir an, wenn du einen starken Magen hast.
Und wenn du schon mal dort bist, richte Tuba liebe Grüße von mir aus. Am besten mit der scharfen Spitze eines glühenden Messers. Okay, und wie geht es jetzt weiter mit dir? Zuerst erhebe ich mal Anspruch auf dieses Schiff. Da ich Tuba unschädlich gemacht habe, gehört es jetzt nach den Regeln des Meeres mir. Ich habe jetzt also ein Schiff, einen Haufen Pungas und eine böse Narbe. Genau die Art Abenteuer, die ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich übernehme das Schiff hier. Dann kann ich hin, wo ich will, und Mutti im Ödland besuchen. Ist doch ein klasse Leben, oder? Du kannst natürlich jederzeit gratis mitfahren. Oh, jetzt, wo ich so viel Dinger gekauft habe, okay. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Na dann mal ab in den Maschinenraum. Hier. Na, wenn das nicht mein Lieblingsreisender ist. Und was für eine tolle Reise Sie gemacht haben. Sie hätten mal hören sollen, was Sie von sich gegeben haben, als Sie ohnmächtig waren. Aber Sie sind wahrscheinlich mehr daran interessiert, was aus Ihrem Kopf gekommen ist. Habe ich recht? Stimmt es also? Warum haben Sie es gemacht? Nun ja, Sie bereisen doch auch die Welt, töten Menschen, sammeln Trophäen, die Ihnen gefallen, und ziehen weiter. Ich bin im Grunde genau wie Sie. Der einzige Unterschied ist nur, dass meine Trophäen eher medizinischer Natur sind und ich, offen gesagt, wahrscheinlich weniger Leute töte als Sie. Doch ich schätze, es ist höchste Zeit, dass dies alles bald ein Ende hat. So oder so. Das denke ich auch. Insbesondere, wenn er mich einfach angreifen will, ja? Gauner-Outfit. So nennt man das also, ja? Bist du der Herzog im Gambit? Okay. Vertrautes Stückchen Gehirn. Oh, das muss meins sein. Aus irgendeinem Grund beschleicht sie beim Anblick dieses vertrauten grauen Klumpens das schreckliche Gefühl, das etwas sehr Wertvolles verloren zu haben. Nehme ich mal an mich, ne? Als Erinnerung. Überall anders. Auch noch Gehirnstückchen. Okay. Gut. Dann hauen wir mal von hier ab, würde ich sagen, ne? Von diesem furchtbaren Ort. Lass mal abhauen, Nadine. Gefällt es dir schon? Kommst du mit nach Hause? Jetzt, wo ich diesen schicken Kahn habe? Ich schätze, ich könnte mal zu Hause vorbeischauen. Für ein Weilchen zumindest. Na dann auch. Warte nur, bis meine Mom die Ladung sieht, die ich mit nach Hause bringe. Gut. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Aber wie das dann hier weitergeht, gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Fallout 3. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.